Jetzt beginnt ein neues Zeitalter, das erste Smartphone mit Frontkamera unter dem Display. Wir haben drauf gewartet, ihr habt drauf gewartet, seit Jahren ist es nicht passiert und jetzt ist endlich da. ZTE ist jetzt tatsächlich die erste Firma, die ein Gerät auf den Markt gebracht hat, das man tatsächlich kaufen kann. Danke an der Stelle an Trading Studenten, die das mal wieder schnell zu uns geschickt haben. Ich erinnere mich noch an das Vivo Next, wo wir das erste Mal den Fingerabdrucksensor im Display hatten und jetzt ist es auch so, dass wieder ein neues Smartphone-Zeitalter beginnt. Und es beginnt in diesem Moment. Oh, okay. Noch nicht. Gönnt euch den Gutschein, wenn ihr was bei Trading Studenten bestellen möchtet. First come, first serve, genau. Wir haben direkt noch einen Adapter und den brauchen wir, denn bis jetzt ist es noch nicht als globale Version erschienen, ist nur in China erschienen, das kann man also nur importieren. Ist wie so ein Clown, der so immer... Es ist auf jeden Fall sehr gut verpackt. Okay, was ein Karton. Hier ist es, ZTE Axon 25G, das Albert Einstein Smartphone, klar, wer kennt's nicht. Dass sie den bekommen haben, ne? Finde ich relativ gut. Warte, nice. Hier in Physik. Ist ja ganz lustig dafür, dass es so ein revolutionäres Smartphone ist, ist es nicht mal unbedingt ein Flagship. Man sieht hier schon Snapdragon 765G, das heißt, obere Mittelklasse-Prozessor, aber eben nicht das Beste vom Besten, was den Prozessor angeht. Aber halt immer noch ein sehr guter Prozessor, der ja zum Beispiel auch im Google Pixel 5 zum Einsatz kommt, was auch 600 Euro kostet. Und so teuer ist das Handy gar nicht. 300 bis 400 Euro, also ist jetzt nicht so absurd teuer. Mach erstmal. Okay. Wir gucken erstmal. Oh, ein Case ist dabei. Das Case fühlt sich gut an, muss ich sagen. Oh, nee, doch nicht. Das ist halt ein ganz normales Silicon-Case. Ich dachte, das wäre so ein Hard-Case eher. Das ist nice. Das machen auch bei weitem nicht mehr alle Hersteller direkt einen USB-C auf Klinkenadapter. USB-A auf USB-C-Kabel ist auch mit am Start. Ich habe keinen Nerv, hier einzupacken. Ich bin aufgeregt. Ja! Und jetzt gucken wir noch kurz, wie schnell es geladen werden kann. 45 Watt müssten, nee, 50 Watt. Ach nee, das, ich hab den Strich habe ich ignoriert. 30 Watt sind es. 30 Watt, okay, auch okay. Das ist das ZTE Axon 25G. Auch sonst ist es halt eher so vergleichbar mit dem OnePlus Nord, habe ich schon gesagt. Ist ein 90-Hertz-Display, in der Diagonale sind es 6,4, 6,5. Zoll wahrscheinlich, Full HD Plus Auflösung natürlich, ist ein AMOLED. Hier sieht man schon 64 Megapixel Kamera als Hauptkamera, dann natürlich noch Ultraweit, Makro und ich glaube ein Tiefensensor wahrscheinlich. Ja, komm, ist egal, ist egal. Man sieht's. Vielleicht können wir das hier einfach... Hier oben, man sieht die Aussparung, aber es ist halt nicht so ein Loch wie bei so einer Punch-Out oder so. Wenn man so drauf guckt, sieht man nichts. Siehst du? Ganz frontal drauf geguckt, da sieht man es nicht. Aus dem Winkel sehe ich es ein bisschen. Winkel, ja, genau, so wenn du dann wieder... Mach einfach an. Ich bin aufgeregt. Ja, jetzt wird's schon mal spannend, weil wir haben natürlich auch wegen AMOLED die Möglichkeit, einen Fingerabdrucksensor Display zu machen, aber wir können natürlich auch einfach Face Unlock machen. Wir haben ja eine Kamera unter dem Display. Create now. Okay, es ging schnell. Problem bei der ganzen Technik war ja immer, also viele haben es ja schon geschafft, aber es war halt auch immer so, dass das Hörensagen war, dass dann die Frontkameraqualität darunter leidet. Und anscheinend hat man das jetzt so in den Griff bekommen, dass es auf jeden Fall massentauglich ist. Also da sind viele, sag ich mal, Technologien, die da so ein bisschen zusammenspielen. Im Endeffekt, was für uns da natürlich zählt, wie gut funktioniert das, wie gut sehen die Selfies aus? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich sehe gerade, man sieht es auch so, wenn ich so halte, sehe ich es oben ein bisschen. Ja, ich sehe es aus meinem Winkel jetzt auch, aber wenn ich jetzt mal Nutzer wäre, dann sehe ich es nicht. Man muss natürlich auch sagen, sie haben hier natürlich wieder ein Wallpaper gewählt. Ja, was da oben schön dunkel ist. Ja, okay, sie haben direkt out of the box den Dark Mode aktiviert hier. Wir machen den mal aus. Sieht man nicht, ne? Sieht man nicht. Also ganz leicht. Also, ich sehe es aus dem Winkel, sehe ich es jetzt wieder. Ja, also so, wenn ich so ganz normal drauf gucke, wie ich auf mein Smartphone drauf gucken würde, siehst du es nicht, weil du es automatisch ausblendest. Wenn du so spezifisch da oben hinguckst, dann siehst du diesen leichten weißen Kameraausschnitt. Man blendet es automatisch aus. Man blendet es automatisch aus. Ist nicht komplett unsichtbar, auf keinen Fall. Gerade aus den Winkeln oder halt, wenn man sich darauf konzentriert, sieht man es schon. Aber wirklich in der alltäglichen Praxisbenutzung glaube ich, dass du das einfach ausblendest und nicht siehst. Das ist schon krass. Das ist schon ziemlich nice. Selfie. Ich schalte einfach jetzt mal um, das könnt ihr ja mal mit uns erleben hier. Ich mache einfach mal ein Selfie, ne? Einfach out of the box, ich ändere jetzt gar nichts. Okay, es macht einfach Fotos, das ist schon mal sehr beeindruckend. Man hat so ein bisschen... 32 Megapixel Auflösung sind es, also schon eine ganze Menge. Ich bin mir nicht sicher, hier zum Rand hin. Da, ist da ein Porträtmodus drin? Ja, guck mal, sonst mach auch mal ein Foto vielleicht und guck mal, sonst geh mal kurz in die Einstellungen rein. Ist alles aus anscheinend. Das sieht schon gut aus. Das sieht gut aus, genau. Ich weiß nicht, ob zum Rand hin, ob das so komisch ist. Ja, da müssen wir vielleicht mal gucken mit einem... Machen wir vielleicht mit einem Hintergrund oder so. Es wirkt beim Aufnehmen so ein bisschen Porträtmodus-mäßig, weil es so leicht blurrt. So ja, an den genau, so eine leichte Unschärfe am Rand. Was war das für ein Satz gerade? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Man sieht halt schon, okay, da ist jetzt natürlich auch kein Licht und so weiter. Es wird grundsätzlich ein bisschen unschärfer und ich finde der Hautton gefühlt einen Ticken weich gezeichnet auf eine Art, aber es ist auch trotzdem irgendwie scharf. Also so die Haare und so hier oben, das ist schon scharf genug und das ist für ein Selfie schon voll okay.
voll mehr als okay. Das ist schon grundsätzlich ein gutes Selfie. Auch mal vielleicht mit deinem OnePlus 7T. Genau, das ist jetzt auch nicht mehr das allerneueste Handy, aber immer noch gut, meiner Meinung nach. Ja, okay, man sieht schon, das OnePlus ist da insgesamt einfach ein bisschen schärfer. Du hast hier so, ja, so einen komischen, genau, weißen Fleck. Das meine ich, Details ist verloren. Es ist ein bisschen weicher. Ja. Genau, ein bisschen Details gehen verloren, aber es ist ja kein schlechtes Foto. Da kann man gucken, wie er zwei Personen handelt. Deine Haut hat ein paar bisschen mehr Probleme. Ja, da habe ich auch mehr Probleme mit. Man sieht hier schon ganz gut, dass der Dynamikumfang ist eben nicht so gut. Wenn das Licht hier so spiegelt, dann ist da Clipping. Das heißt, man sieht gar keine Details mehr. Es ist einfach nur noch reines Weiß. Na, ist es nicht die beste Selfie-Kamera, genau, zur Zeit? Dafür die Kamera da nicht zu sehen, der überwiegt, glaube ich, eindeutig. Und das ist halt schon geil. Wir machen jetzt gleich mal, wir haben das gerade erst ausgepackt, wir gehen gleich hier nochmal rum, machen mal in anderen Lichtbedingungen noch ein paar Selfies. Und dann könnt ihr mal kommentieren, was ihr davon haltet, ob ihr da einen krassen Unterschied seht oder ob euch die Qualität persönlich schon reichen würde. Wenn ihr das selber ausprobieren wollt, wenn ihr so techie begeistert seid, könnt ihr das für ca. 350 Euro über Trading Shenzhen zum Beispiel selbst importieren. Bei so einem chinesischen Import-Handy gibt es die Probleme, die wir jetzt hier gerade auch haben. Da sind noch keine Google-Dienste drauf und so weiter. Alex, was ist dein erster Eindruck zu dieser, ja, revolutionären Technik? Ist geil. Ist geil, ne? Ist schon geil, weil, wie wir schon gesagt haben, die Selfies sind in Ordnung. Mhm. Und ich gewinne halt dadurch einfach, dass ich ein komplett ununterbrochenes Display habe. Ja. Funktioniert. Und das ist halt wirklich das erste Mal wirklich randlos auf eine Art, weil, genau, ich finde, klar, das ist theoretisch bei einer Punch-Hole oder so dann auch randlos, aber ich finde, man kann sich daran gewöhnen, aber ich finde, man kann es nie komplett ausblenden. Das erinnert mich zum Beispiel an das Mi Mix 3 Slider Smartphone, weil da halt wirklich die Kamera nicht zu sehen war. So, und das war für mich dann noch eher so diese randlose, genau, Erfahrung. Von daher, und da habe ich ewig drauf gewartet. Und es ist eben einfacher bzw. unkomplizierter, hoffentlich dann in Zukunft zu integrieren, als eben diese Pop-Up-Kameras oder die Slider Smartphones. Also es ist schon... Die gute Nachricht daran ist vielleicht eher, also so cool das von ZTE auch ist, aber ich glaube, ZTE hat nicht die Marktmacht vielleicht, um das noch weiterzubringen, aber jetzt haben vielleicht die anderen Hersteller, die auch dran arbeiten, eher noch einen größeren Ansporn. Dann wird es richtig spannend. Ich bin gespannt, ob das schon quasi 2021 das Ding in allen Flagships sein wird. Hey, bin mal gespannt, wie schnell das gehen wird. Aber abseits davon ist das ZTE Axon 20 5G auch so ein interessantes Smartphone. Für einen Preis von 350 Euro könnt ihr das selber über Trading importieren. Wenn ihr euch so dafür interessiert, den Link haben wir hier unten in die Videobeschreibung. Für rund 400 Euro bekommt man aber auch zum Beispiel ein OnePlus Nord, wenn einem das jetzt egal ist. Ihr könnt uns mal gern in die Kommentare schreiben, wie wichtig euch diese Technik wäre, ob ihr genauso begeistert seid wie wir oder ob euch das komplett Schnuppe ist. Schreibt das wirklich gern in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und ja, abonniert uns. Das wäre auch cool. Inklusive hier der Glocke drücken. Neben Torben geht es dann direkt zum Test vom OnePlus Nord. Genau. Als Alternative. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis bald. Tschüss.